कृष्णा कीर्तन गान नर्तन पनो प्रेमामृतम्बनिधि धीराधीर जन प्रियौ प्रिय करौ निर्मसनौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुव भरावहन्तारकौ वन्दे रूप सनातन रघुजग श्रीजीव गोपालकौ कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृतम्बनिधि धीरा धीर जन गौविंदम् आदि
Kannst du mich hören? Ja. Okay, was ich jetzt mache, eine Sekunde, ich mache gerade eine siehst du das? Ich habe gerade eine Bhagavad Gita aufgemacht. Schön. Und ich schreibe drin, im Auftrag von His Holiness Kandama Kanana Swami, dass derjenige, der diese Bhagavad Gita bekommt, deine besondere Segnung hat. Ja. Moment, der diese Bhagavad Gita bekommt. Ganz schön schauen. Segnung bekommt. Und ich im Auftrag unterschreibe ich Madhadina Sharana Devidasi. Super. Mir kommt noch eine Segnung dazu. So, hier ist es. Kannst du es sehen? Ja. Wunderschön, wunderschön. Ja, okay. So, wer will diese haben? Ja, siehst du? Da ist schon eine weg. Nächste. Wer kriegt noch eine? Noch eine weg. Ich schreibe das gleich nochmal. Ja, später. Ich schreibe gleich nochmal. Wer kriegt noch? Noch eine weg. Russisch. Eine Russisch. Okay. Noch jemand? Hemanga. Auch eine. Bring die Bücher. Das ist nicht schnell genug. Das schreiben wir später. Bring die Bücher einfach noch. Okay, Hemanga nimmt auch eins. Ich will auch eins. Schnell, schnell. Hier sind nämlich hier. Ich danke euch sehr. Ja, hier, das ist für mich, das schreibe ich alles nachher. Okay, okay? Also wer kriegt noch? Noch ein Buch. Manga, bring ein Buch. Russisch? Ja, Russisch haben wir auch. So, jetzt haben wir 8 Bhagavad Gitas verteilt. Oh, sehr schön. Super. So, Maharaj, jetzt zeigen wir dir die Deities und Srila Prabhupada. Danke. Und unseren goldenen Thron. Jagannatha Swami Nayana Patita Bhavatu Ujisavivi Shirasi Shiki Pucham Katita Te Tukulam Netranti Sahachara Kataksham Vidatate Sadha Sri Mada Vrindavana Vasati Lila Parichayo Jagannath Swami Nayana Pataka Sweet
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम schön eingeräumt. Ich sitze von mir und also bewundere die ganze Zeit, wie schön da aussieht. Ja, und das hat die Evangelia gemacht. Also wie schon gesagt, ich wasche die Wäsche, hänge die auf und sie kommt und faltet alles und tut das alles schön einräumen. Haribo! Ja. Haribo Evangelia, vielen Dank für deinen wunderbaren Dienst. Dann gehe ich mal dahin. Da können die Devotis das sehen, wie schön Krishnas Schrank aussieht. Sehr, sehr schön. Hare Krishna, vielen Dank. Hare Krishna, Evangelia, are you bringing containers? Ja. Very good, thank you, very good, very, very good. We need it, you know, when, especially when we cannot have prasadam here. Thank you very much. And thank you also for the laundry. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna! Ah, hier wird schon geputzt. Ihr seid schon alle fertig. Ah, bin ich zu spät. Zu spät. Ich dachte, ich kann noch ein bisschen was filmen für später. Aber hier ist noch was los. Hare Krishna, ihr beiden. Hallo. Timanandasya Janana Salakya Shakshur Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Sri Chaitanya Mano Besnam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kalamayam Dadati Swapanantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Dvaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Und Krishna ist Abhijna, er ist auch allwissend. Krishna ist gleichzeitig, bleibt er auch unabhängig. Er ist Swarat. Das bedeutet, Krishna ist nicht direkt beschäftigt mit alles, was los ist in dieser materiellen Welt. Natürlich, in der Bhagavad Gita lesen wir Maya, und wir sehen, dass Krishna ist der Ursprung von alles und Krishna ist der Adjaks. Der Adjaks bedeutet derjenigen, die alles beherrscht und kontrolliert in dieses Universum. Aber das macht er nicht durch seine Arbeit. Weil Natasya Karyam Karanam Savijate, Krishna hat keine Arbeit zu machen. Das funktioniert einfach durch seine Energien und einfach alles geschieht durch seinen Wunsch. Satya Sankalpa. Sankalpa bedeutet Wunsch und Satya bedeutet, sein Wunsch wird einfach wahr. Also, so sehen wir Krishna hinter alles, und aber nicht, und der Ursprung von alles, der Ursprung von aller Energien, aber wir sehen, dass Krishna sich nicht direkt beschäftigt damit. Krishna hat seine Erweiterungen. Und in diese Erweiterungen beherrscht Krishna all die Aspekten von materielles Dasein. Krishna selbst ist immer versunken in sein ewiges transzendentales Spiel, in ein tiefes Spiel mit den Herzen von seinen Geweihten. Und ja, natürlich die Lebewesen, ja, als wir weitergehen in diesem Vers, Jamadias Yetun Vyat Itaritas Chateswa Bikiswara Tene Brahma Ridaya Adikavye Muyanti Yat Suryaha. Es ist dann Krishna, die im Anfang von der Schöpfung von dieses Universum Brahma geschöpft hatte, die sich selbst gefunden hatte auf einer Lotusblume in ein dunkles Universum. Und er konnte nicht verstehen, was der Ursprung von seiner Existenz war. Aber er hat darüber nachgedacht, er hat versucht, seinen eigenen Ursprung auszufinden. Und dann war eine Botschaft gekommen. Zwei Klänge hat er gehört, Ta und Pa. Also Tapa bedeutet, mach mal Buße. Dann hat Brahma für längere Zeit Buße gemacht und dann Tene Brahma Ridaya Adikavye. Dann hat Krishna von innen aus in seinem Herzen transzendentales Wissen offenbart und so ist Brahma Adikavi, der ursprüngliche Person, die in Wissen ist. Ja. Tene Brahma Ridaya Adikavye Muyanti Yat Suryaha. Und dann wird gesagt, aber die Halbgötter, die sind auch noch enttäuscht durch diese materielle Energie. Ja. Und so werden alle Lebewesen enttäuscht durch diese materielle Energie. Es wird beschrieben, dass dann, dass Tejo Varimirdam Yata Vinimeyo, wie man manchmal, als man in ein Feuer schaut und das Feuer brennt und es sieht aus, dass es auf dem Holz Wasser gibt, ja, im Feuer. Aber das ist einfach, manchmal ist das einfach Illusion. Ja. Wir sehen Wasser im Feuer, wir sehen Wasser auf dem Land. Ja.
in der Wüste kann manchmal man ein sieht man Wasser, was einfach auf den Luft widerspiegelt und ja nicht wirklich dort anwesend ist. So sind wir beeinflusst in dieser Welt durch diese Maya-Energie, enttäuschende Energie Krishnas. Und ja, das ist unser gegenwärtiger Zustand. Einmal hatte Giriraj das Brahmachari, ein Prabhupada, gesagt, ja, Prabhupada, manchmal bin ich in Maya. Und Prabhupada sagt, was meinst du? Du bist immer in Maya. Ja. In andere Wörter, wir haben transzendentales Wissen empfangen, aber gleichzeitig sind wir auch beeinflusst durch diese materielle Energie. Heute Morgen hatten wir noch darüber gesprochen, dass als wir anfangen mit spirituelles Leben, dann treten wir ein in das Schiff von transzendentalen Wissen. Ja. Und mit diesem Schiff können wir den Ozean von materiellen Existenz überqueren. Aber ja, wir sind natürlich nicht sofort an der anderen Seite. Wir müssen erst noch die Reise durchmachen. Und so sind wir dann in diesem transzendentalen Schiff. Aber gleichzeitig wird diesen transzendentalen Schiff manchmal stark beeinflusst durch die Wellen vom Ozean von materiellen Existenz. Ja. Und so fühlen wir, wie die verschiedenen Wellen auf diesem transzendentalen Schiff mit großer Kraft raufschlagen. Und wir, so fühlen wir noch uns beeinflusst durch die drei Erscheinungsweisen. Und gleichzeitig sind wir doch im transzendentalen Schiff. So, das ist interessant, ja. Nur als wir an der anderen Seite angekommen sind, von diesem Ozean, vom materiellen Dasein, dann sind wir total befreit von den drei Erscheinungsweisen und dann, ja, dann können wir über alle Arten von materielles Daseins hinaussteigen. Und dann sind wir genau wie Krishna, immer innerlich in diese spirituelle Dimension, ja, in diese spirituelle Bewusstseinszustand, dass wir nur noch erfüllt sind mit Gedanken über Krishna. Ja, Srila Bhaktivinoda Thakur in Harinam Chintamani spricht über der heilige Name. Und er sagt, der heilige Name ist Krishna persönlich, nicht verschieden von Krishna. Er sagte, in dieser Welt gibt es nur zwei. Der eine, der heilige Name, und die andere, das Lebenwesen. Also es gibt nur Jiva und Harinam. Ja. Das und alles andere ist einfach Enttäuschung. Ja, ist einfach, okay, er gibt uns die Essenz von spirituelles Leben. Und wie wir wirklich tief gehen müssen in diese Beziehung mit Krishna, besonders in seinen Gestalt, in den heiligen Namen, und dass wir dort die Beziehung mit Krishna so in der Tiefe entwickeln können mit der Zeit, dass die ganze materielle Welt unbedeutend wird. Ja. Unbedeutend. Und das ist, was wir sehen in Srila Bhaktivinoda Thakurs Harinam Chintamani. Für Srila Bhaktivinoda Thakur, diese materielle Welt ist unbedeutend. Und sein einziges Interesse in materieller Energie ist, als er es nützen kann,
in Dienst Krishna und anders überhaupt nicht. Ja. Ja, wir sind natürlich nicht auf so einer Ebene. Aber es ist gut zu verstehen, dass es so einen Bewusstseinszustand gibt. Und das ist dann Jivanmukta, eine befreite Seele. Wir sind dann Vaishnavas durch Gnade von Guru und Krishna, Guru Krishna Prasada Paya. Und wir sind jetzt noch bedingt durch die materielle Energie. Und so ist es für uns wichtig, eine gute Balance zu finden zwischen beiden Welten. Zwischen diese, was wir zu tun haben in dieser Welt, unsere Pflichten, was alles notwendig ist für uns zu überleben und in gesund zu bleiben, friedlich zu sein im Geist. Also, das ist ein guter, ja, ein guter, gut, dass es gute Umstände gibt, um uns einfach zu geben an den spirituellen Vorgang. So, diese Balance ist sehr wichtig für eine bedingte Seele. Deswegen für die bedingte Seele gibt es dann Varna Ashram. Weil Varna Ashram gibt uns eine Struktur. Es ist klar, dass es keine Struktur gibt, dann wird alles möglich. Dann kann alles geschehen. Gibt es eine Struktur, dann bleibt man innerhalb ein Rahmen. Und ja, das gibt natürlich ein wenig Sicherheit. So bietet Varna Ashram uns ein Rahmen und eine Struktur, ein wenig Sicherheit. Und das ist hilfreich. Und so nützen wir beiden. Varna Ashram zur Unterstützung, um diese Balance darzubringen und zwischen Materie und spirituelles Leben. Und dann können wir uns einfach geben, hingeben in unseren Dienst an Krishna. Ja. Die materielle Welt im Bhagavad Gita finden wir eine Beschreibung über das Schlachtfeld in Kurukshetra. Und man weiß, dass es ist von Mahabharat, dass es ein richtiger Krieg geworden ist, ja, nach dem Bhagavad Gita gesprochen war, und dass in 18 Tagen 640 Millionen Leute getötet worden waren. Das war natürlich nicht eine kleine Sache, 640 Millionen. Und Yudhisthira, der fühlte sich verantwortlich. Er fühlte das, ja, für mich. Ja, für mich haben sie gekämpft. Ja, um mich auf den Thron der Welt dazusetzen, haben die anderen gekämpft. Und guck mal an, was jetzt passiert ist. 640 Millionen Leuten gestorben und ich, ja, und warum habe ich einfach das zugelassen? Warum bin ich einfach nicht weggelaufen? Warum? Ja? Warum habe ich mich nicht zurückgezogen? Bin ich so eifersüchtig? Bin ich so angehaftet an einen Thron? Wollte ich so gerne Kaiser der Welt sein, dass 640 Millionen von Leuten für mich getötet werden sollten? Also, Yudhisthira hat ein sehr großes, starkes Schuld Gefühl gehabt. Und selbstverständlich, denke ich.
ist auch ein Zeichen von seiner, ja, dass er ein Geweihter war und dass er ein weiches Herzen hatte, weil, ja, er war nicht eine kalte Person. Es hat ihm angegriffen, 640 Millionen, ja. Aber das ist natürlich doch ein unglaubliches Nummer von Leuten. Also, Yudhisthira war dann, Krishna hat mit ihm gesprochen, aber keiner konnte Yudhisthira beruhigen. Keiner. Er hat sich sehr gestört gefühlt und es gab ja keiner, der ihn beruhigen könnte. Krishna hat es probiert, Arjuna hat es probiert und einfach, ja, Yudhisthira, sein Bewusstsein hat sich nicht gebessert. Er fühlte sich einfach schrecklich und depressiv und ja. Und dann war Bhishma Dev. Bhishma Dev am Rand vom Tod. Der, ja, wie ein Ksatriya, wie ein Kämpfer, ein Krieger, der im Krieg gekämpft hatte, er war verletzt worden durch viele, viele Pfeilen und er war heruntergestürzt und ja, hunderte von Pfeilen waren durch seinen Körper geschossen durch Arjuna und dann war Bhishma Dev heruntergefallen und hatte wie auf ein Bett von Pfeilen gelegen. Und ja, dann war Yudhisthira gekommen. Krishna war auch da, anderen waren auch da. Und dann gab es dieses Gespräch zwischen Bhishma Dev und Yudhisthira. Und in dieses Gespräch erwähnt Bhishma. Bhishma ist natürlich in einer sehr leidvolle, unter sehr leidvollen Umständen, aber der ist total ruhig und total selbst beherrscht und gibt noch Anweisungen an Yudhisthira und sagt an Yudhisthira: Mein lieber Yudhisthira, man muss verstehen, dass in dieser Welt alles nicht nur sich abspielt durch unsere Handeln, aber einfach durch den Lauf der Zeit. Er sagte, es gibt den Lauf der Zeit. Und wenn 640 Millionen von Leuten sterben, dann verstehen wir, das ist einfach den Lauf der Zeit. Und ja, so kannst du dafür keine Verantwortlichkeit nehmen, o Yudhisthira. Das war einfach Schicksal. Und das sollte einfach so laufen. So, ja, der Lauf der Zeit, das erfahren wir auch. Wir erfahren auch. Ja? Es ist nicht der Menschheit, der einfach entscheidet, welche Richtung die Weltentwicklung ausgehen wird. Ja, ja, der Menschheit, die Menschheit, die hat so ihre eigenen Ideen, aber ja, dann sehen wir auch, dann kommt Schicksal. Und ja, dieses Schicksal ist natürlich Krishna. Ein Vaishnava kann immer Krishna sehen in Schicksal. Und ja, manchmal will Krishna etwas, das wir nicht so sehr wollen, ja, aber dann müssen wir doch mal damit leben. Ja. Und ja, Krishna hat uns gezwungen, uns zurückzuziehen von dieser äußerlichen, wir sind so äußerlich beschäftigt, ja. Gehen hin und her und versuchen so viele äußerliche Ziele zu erreichen. Aber unseres inneren Ziel, wir haben nie Zeit dafür. Natürlich, wir wollen auf ein tieferes
innere spirituelle Ebene ankommen, aber wir haben einfach keine Zeit. Ich habe keine Zeit zu schanden. Ich habe keine Zeit. Ja? Es ist sehr schwierig. Ich habe keine Zeit zu lesen. Es ist sehr schwierig. Ich habe keine Zeit. Ja? So erfahren wir das. Ja? Und ja, wir haben unsere persönliche Verlangen verbunden an so viele materielle Sachen, die in unseren Gedanken absolut notwendig sind. Und das hat uns so verstrickt, dass wir keine Zeit mehr haben. Keine Zeit mehr haben, um einfach Hare Krishna zu schauen. So diese Zeiten bringen uns zurück, ja, und nach dem Ursprung, nach das wirkliche spirituelle Leben, einfach Hare Krishna chanten. Ja. Und das ist vielleicht, was wir jetzt machen müssen. Einfach zurück. Zurück nach ja, die Grundunterweisungen von Srila Prabhupada. Zum Beispiel ja, Brahma Muhurta. Früh aufstehen im Morgen. Ja. Oh ja, ist nicht so einfach. Und so weiter. Ja, aber doch, das ist einfach, als die Welt noch schläft und wir sind schon auf, früh im Morgen, dann gibt es eine Zeit, um in der Tiefe zu gehen, um sehr ruhig in der Tiefe zu gehen, im Schatten von heiligen Namen. Dann können wir echt, ja, für einige Momente, ja, allein ein wenig Zeit verbringen mit Krishna. Das sind natürlich doch Dinge, nicht mehr das automatische Chanten. Nicht mehr nur, naja, einige Runden vor der Tür ausrennen und dann noch einigen unterwegs auf einen Klicker und dann noch vielleicht viele im Abend, naja, auch so ein sehr müde ist und so weiter und manchmal klappt es einfach nicht. Ja, das ist okay, aber ja, diese ganze Lebensstil, die so auf Materie eingestellt ist, dieser Lebensstil ist jetzt in Frage. Und daneben, ja, steht ein einfacherer Lebensstil. Ja. Früher wohnte ich für längere Zeit in Vrindavan und ich war für 5 Jahre Präsident vom Tempel in Vrindavan. Und ich war sehr beschäftigt in dieser Zeit. Und ein Ding war so, Prabhupada hatte eine persönliche Anweisung gegeben, dass jeder, wie sagen, Check, was ist das deutsche Wort dafür? Check. Check. Ja, aber Check, was versteht ihr, ja, ne? Ein Check. Jeder Check, die gezahlt werden muss, soll unterschrieben werden durch den Tempelpräsident. In einem großen Tempel wie Vrindavan, da gibt es so viele Zahlungen von so vielen Departementen und so weiter. Aber all diese Checks, die durch Departementhäupte ausgegeben waren, die brauchten meine Unterschreibung noch. Naja, das war ein ganzes Ding, ja, das alles zu unterschreiben. Aber dann weiß man natürlich, was los ist, als man alles unterschreibt. Ja, und dann hat, so ist es, es macht Sinn. Also unglaublich viel Arbeit. Die ganze Zeit gab es Leute, die mir hinterher gelaufen hatten. Kannst du das noch unterschreiben? Ja, aber brauchen noch eine kleine Unterschrift. Kannst du noch machen? Ja, so hatte ich nicht viel Ruhe in die Zeit. Ja, also manchmal war ich nach Govardhan gegangen und dann gab es dort auch noch Leute, die gesagt hatten, wir haben die ganze Woche versucht, dich zu erreichen. Kannst du diese Check unterschreiben? Ich habe gesagt, Mensch, ich werde verrückt.
Ich denke, okay, morgen gehe ich einfach spazieren in die Felder. Dann, da findet mich keiner. Da war ich die Felder hineingegangen und ganz tief so irgendwo in die Felder herumgelaufen. Dann hat sich dort neben ein Feld, gab es einen Mann mit einem Fahrrad. Und dieser Mann hat gesagt, siehst du dieses Feld? Das ist ein sehr gutes Feld, sagte er. Guck mal an, was hier wächst. Er sagt, das ist das Beste. Er sagt, das ist mein Feld. Ja. Und er war so stolz, ja, auf sein Stückchen Land. Ja. Und dann sagt er, ja, ich komme hier jeden Tag, ja, auf mein Fahrrad, sagt er. So, ich dachte, ja, dieser Mann ist sehr einfach und ein wenig kinderlich, ja, wie er so wie ein Kind so stolz ist, ja, dachte ich, ja. Und dann hat der Mann gesagt, ja, ich komme hier jeden Tag eine Stunde und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich Puja. Ich dachte, ja, er wohnt wahrscheinlich in ein sehr kleines Haus mit 7 Kindern mindestens und so weiter. Und ich denke, dass er dann Puja macht, macht das ganze Haus Puja. Und so geht es einfach weiter, sein Leben. Aber ja, das ist noch nicht so schlecht. Der arbeitet eine Stunde und nachher macht er den ganzen Tag Puja. Ich denke, ja, klingt besser als mein Leben. Ich habe keine Zeit für Puja. Nur, ja. Und so sieht man, einfaches Leben könnten wir dort sehen. Und wie sein einfaches Leben, sein spirituelles Leben unterstützt hat. Und das ist etwas, das wir im Westen verloren haben. Manchmal denken wir ja, Krishna-Bewusstsein ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Ich versuche es, aber ich schaffe es nicht so, ja, etwas los mit mir. Aber vielleicht ist es nicht direkt so, etwas los mit uns, aber vielleicht ist es etwas los mit unserem Lebensstil. Die Lebensstil, die uns einfach immer wieder wegnimmt von Krishna. Ja. Ein Lebensstil, der gebaut ist auf Verstrickung, auf Ablenkung und die all unsere Zeit auffrisst und dann überhaupt keine Zeit mehr übrig lässt. Und dann zwischendurch muss man auch noch Hare Krishna chanten und ja, und nochmal lesen. Und gehen wir zurück, ja, nach dem Dorf. Ja, das ist das Leben schon langsam. Ja. In Indien, in einem Dorf, als Leute einander treffen, dann ist es einfach, ja, okay, wir treffen einander morgen, im Morgen, sagen die dann, oder im Mittag, ja, morgens oder mittags. Es ist nicht, ja, okay, um 10, ja, so, genau, 10. Ja. Aber wir leben, ja, als der Zug, ja, 7 Minuten verzögert ist, dann sind wir so, ja, guck mal, die sind wieder, der Bahn wieder. Bahn ist immer verspätet, das ist auch unglaublich. Ja, der Bahn. Ja, weil die 7 Minuten, das macht einen Unterschied. Ja, dann hat man seine Verbindung nicht und so weiter. Ja. Und so leben wir ein Leben, das so eingestellt ist auf so eine riesige Verstrickung mit der materiellen Energie. Und das ist die erste Ablenkung in spirituelles Leben. Srila Prabhupada hat das richtig verstanden, sofort. Deswegen hatte Srila Prabhupada das Idee gehabt, dass wir können einfach größere Tempel haben, irgendwo auf dem Land. Und da können die Devotees einfach, die Geweihten können dort leben, in eine Gemeinde, Kreis von Geweihten.
Und die können dann so einfach mehr frei, sich mehr frei machen für spirituelles Leben. Ja, naja. Also, ein Punkt dann ist das, wir haben eine wunderbare Philosophie, aber gleichzeitig die unterstützende soziale Entwicklung ist noch nicht so weit gegangen. Ja. Das kann sich noch weiterentwickeln. Und dann können wir auch bessere Umstände schöpfen, die unser spirituelles Leben besser unterstützen werden. Ja, das ist natürlich ein Punkt. Das andere Punkt, und das ist ein wichtiger, vielleicht wichtiger, ist die, wie unser innerer Bewusstseinszustand sich dann auch angepasst hat an diese äußerliche Art von Leben und wie innerlich wie wir faul geworden sind. Und diese innerliche Faulheit, ja, dass wir überhaupt keine Lust mehr haben, um uns wirklich, um wirklich konzentriert zu schaffen. Ich sage immer, dass das Beste ist, als wir 16 Runden an ein Stück schaffen können. Ununterbrochen. Ja? Nicht drei hier, zwei da und vier hier und dann noch einer und dann, ja, dann, oh, noch einige übrig. Das ist, kann passieren, aber das ist nicht das Beste. Das Beste ist einfach echt 16 ununterbrochen. Dann kann man tiefer reingehen, dann kann man einfach den Welt ausschließen und sich 100% auf das Hören von den heiligen Namen richten. Und das ist natürlich, was ja andächtig chanten bedeutet, das Hören des Chanten des heiligen Namens. Ja. So ist es diese, ist es nicht nur äußerliche Umstände, aber auch eine innere Faulheit, die wir zu überwinden haben. Ja, und dann haben wir natürlich ja unheimlich viel Ablenkungen. Hier habe ich mein Ablenkungsgerät. Ja, das ist natürlich sowas, so ein Ding. Ja. So ein Gerät, ja. Das ist jetzt undenkbar, dass die Welt funktioniert ohne Handy, ja. Und mehr, ja. Ich bin jetzt in Holland für einige Tage, in Amsterdam. Und ich kann einfach das Auto nicht parken ohne Handy. Ich brauche ein Handy dafür. Ja. Es kann nur mit einer App gemacht werden. Ja. Und so ist es dann. Ja. Man muss mit dieser App zahlen und so weiter. Und so nach und nach wird das einfach ja, so ein Teil von unserer Kultur, dass man ohne nicht mehr funktionieren kann. Ja, online und so weiter. Ja, und all diese Ablenkungen sind nicht so hilfreich. Natürlich, wir können sie nutzen im Dienst Krishnas und können damit auch transzendentales Wissen predigen und verbreiten und das an sich ist auch wunderschön. Aber an der anderen Seite, ja, als wir uns manchmal mindestens für einige Stunden total frei machen könnte von alles, alles vergessen und nur Hare Krishna schauen und nur Hare Krishna hören. Das würde
so eine ein große Änderung darbringen. Das würde so viel frische Inspiration bringen in unser spirituelles Leben. So diese innere Streit, diese innere Überwindung, um das wahrzumachen, die muss man versuchen zu erreichen. Ja. Das ist eine Aufgabe, die für uns sehr, sehr wichtig ist, um echt diese Qualität vom Schanden zu verbessern. Und ja, vielleicht, also so die Umstände in der Welt, wenn ich angucken, dann ist es auch, die Zeit ist auch angekommen. Wir brauchen, wir brauchen spirituell stark zu sein. Wir brauchen mehr in der Tiefe zu gehen. Diese innerliche Beziehung mit Krishna. Alles dreht um diese Beziehung, weil das ist das Einzige, was bleibt. Ja, ich habe persönlich genug Erfahrung, dass ich mehrere Male mich in ein Krankenhaus gefunden hatte, in einer Krise am Rand von Tod. Ja. Und auf so einen Moment, am Rand von Tod, was bleibt noch übrig? Dann hat man nicht mehr seine normale Energie, seine normale Kraft. Und Geld, ja, Geld, ach, auf einen Moment hat man alles, ja. Dann ist man gut versorgt und dann macht Geld auch nicht so viel mehr aus, ja. Dann auf einen Moment, und dann fällt alles weg. Und das Einzige, was bleibt, ist echt diese Beziehung mit Krishna. Ja. Und das ist natürlich, ja, die bauen wir jetzt auf in dieses Leben. Ja. Und das ist der Hauptsache. Und dann gibt es andere Dinge. Einer will heiraten, einer will, ja, will ein anderes Haus, einer will so viele Sachen. Das ist okay. Also, solange es nicht sündhaftig ist. Sündhaftige Tätigkeiten sind verboten. Materielle Verlangen an sich sind nicht verboten, solange sie nicht sündhaftig sind. Aber ja, materielle Verlangen bringen immer so viel Verstrickung, so viel Ablenkung. Und als wir nur diese Anweisung von Bhaktivinoda Thakur, der sagt, es gibt in dieser Welt nur der heilige Name und nur der Jiva, das Lebewesen. Und alles andere ist unbedeutend. Als wir nur das wahrmachen könnten, dann könnten wir sein wie Haridas Thakur. Haridas Thakur hat genau das gelebt. Er hat einfach so gelebt, den heiligen Namen geschantet und er hat gut überlebt und er war natürlich auf der tiefsten Ebene von Ekstase. Sein Leben war perfekt. Er hatte das richtige Vertrauen. Ja, es gibt nur den heiligen Namen. Und nur der Jiva. Ohne Haridas Thakur hätte so eine Aussprache von Bhaktivinoda Thakur keine Bedeutung gehabt. Aber ja, er hat es wahr gemacht. Und so steht er dort für uns als ein Beispiel. Und wir können das nicht imitieren, aber wir können davon ein wenig Inspiration aufnehmen und versuchen, doch mindestens 16 gute Runden zu schanden. Ich denke, das ist in diese Zeiten, wo wir unter Druck stehen. Viel mentaler Druck gibt es jetzt, weil alles, was wir gewohnt sind, ist gestört. Und nur durch diese innerliche Tiefe können wir über alles hinaussteigen. Also,
wollte ich zuerst Schanden des heiligen Namens betonen und dann auch natürlich die Schriften und Gemeinschaft von der Vaishnavas und so weiter. Es freut mir. Dann war da, dass Sie an mich zugehört haben. Ich dachte, wir können vielleicht noch ein wenig darüber sprechen. Und ich würde es dann öffnen für euch, für Ihre Ideen, Reaktionen und wie wir weitergehen können in Krishna-Bewusstsein. Genau. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Vielen, vielen Dank für deinen Vortrag, sehr erleuchtend und sehr bodenständig insbesondere. Das trifft uns alle. Vielen, vielen Dank. Ich liebe insbesondere, öfter bringst du dieses Bild vom Boot, wo wir alle im Boot sind, im transzendentalen Boot zu Krishna. Und die materiellen Wellen, die schieben uns da alle zusammen auf eine Ecke, alle zusammen und dann wieder auf die andere, alle zusammen. Und da müssen wir alle aufpassen, dass keiner von uns über Bord fliegt. Wir müssen alle aufpassen, dass wir alle immer noch beisammen sind, trotz aller Schwierigkeiten. Und natürlich für diejenigen, die diese Devotees auf diesem transzendentalen Boot eingeladen haben. Wir haben natürlich große, große Sorgen, weil dieser Spagat zwischen, wie du das gesagt hast, diese materiellen Notwendigkeiten und die spirituellen Notwendigkeiten, die sind sehr schwierig manchmal zusammenzubringen. Und gerade in dieser besonderen Zeit, wo wir eigentlich uns gar nicht treffen dürfen und gar nicht singen dürfen und gar kein Prasadam gemeinsam essen dürfen und trotzdem sich treffen und trotzdem singen und trotzdem Prasadam und trotzdem Krishna dienen und alles das. Also das ist so anstrengend und so, aber diese Gemeinschaft, die ist so, so, so wichtig, damit wir tatsächlich, und ich finde auch diese Zeit ist eine ganz, ganz besondere Zeit, weil wie du sagst, dadurch, dass so viele Einschränkungen da sind, ist man praktisch gezwungen, sich zu besinnen und sich die Zeit zu nehmen für Krishna und diese Beziehung zu Krishna zu vertiefen, tatsächlich. Ja. Und das ist also, ich glaube, in einem Gespräch, was wir mal hatten vor einiger Zeit, hatte ich mal gesagt, Krishna ist so genial, dass er mit einem Ding, ein winziges kleinen Virus, die ganze Welt zum Stillstand bringt. Sowas kann nur Krishna machen. Keiner von uns kann sowas erreichen. Und jetzt ist es wirklich für uns die Möglichkeit, sich zu vertiefen und dankbar sein und sich zu vertiefen. Vielen, vielen Dank, Maharaj. Ja, ich danke dir. Es ist schön, dass ich, dann via Skype dann mit ein wenig da sein kann bei euch. Ich komme natürlich auch gerne persönlich vorbei, als die Möglichkeiten da sind. Ich hatte natürlich schon diese Covid. Ich bin dann auch das bayerische Bundesratamt hat erklärt, dass ich nicht gefährlich bin. Also, okay. Das ist gut. Okay. Ich bin kein Träger von Covid. Naja, vielleicht kannst du dann trotzdem mal kommen, irgendwann. Ich kann vorbeikommen, ja, super. Ohne Probleme. Super, danke. Ich komme auch bald wieder nach Deutschland. Ich bin nur einige Tage hier in Holland und fahre dann von hier aus so langsam wieder zurück. Okay. Und und dann kannst du vielleicht im Sommer mal kommen. Ja,
Das weiß ich, aber das können wir noch verabreden, ja, dass genau. Das kommt. Ja? Gerne da sein mit euch. Ich frage mal die Devotis, ob jemand eine Frage hat. Ja. Und danach, Maharaj, bevor du wir uns verabschieden, wollten wir dir gerne Prabhupada zeigen und den Altar zeigen, bevor du weggehst. Ja, gerne. Okay. So, gibt es jemand, der noch eine Frage? Ja, da hat es jemand. Einen Moment. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Please accept my humble look. Service is your glory to Srila Prabhupada. Ich habe eine Frage. Manchmal ist es so schwierig zu anfangen zum Chanten oder Seva zu machen. Oder zum Beispiel heute Morgen. Ich arbeite als Krankenpfleger und ganze diese Woche habe ich gearbeitet und ich habe 12 Stunden Dienst und es war anstrengend ein bisschen und ich würde so lieber so ins Bett heute Morgen bleiben, aber es war so schwer zu aufstehen. Und aber ich weiß, ich sollte auch aufstehen. Ich habe Verantwortung. Krishna wartet auf mich. Die Devotees sind da. Aber manchmal ist es so schwer. Wo man diese Kraft finden kann. Ja. Ja, natürlich kommt so eine Kraft in Gemeinschaft von anderen Vaishnavas. Und manchmal ist es gut, zusammenzuschanden. Ich habe gesehen, dass in Durban Bhakti Chaitanya Maharaj, der hatte jeden Tag mit der Gemeinde auf Zoom geschantet. Das war eine Aufgabe. Ich dachte echt, ach Maharaj, das ist eine große Hingabe, ne? Runden auf Zoom zu schanden, das würde ich nicht so gerne machen, ehrlich gesagt. Aber Maharaj hat es einfach gemacht und den ganzen, ja, Gemeinde von Geweihten zu unterstützen. Ja. Also zusammenschanden mit anderen Vaishnavas hilft. Ja. Unter diese Umstände jetzt ist es vielleicht ein wenig schwieriger, zu viel zusammenzukommen. Ja. Online, ja, ist auch nicht alles. Aber ja, ist eine Möglichkeit, ein Japa-Gruppe zu machen online. Und online zusammen zu schanden mit Zoom, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, ja, ein anderes Aspekt ist, es ist immer schwierig, früh im Morgen aufzustehen, als man den Abend vorher spät im Bett war. Ich zum Beispiel ich hatte dieses Covid, zweieinhalb Monaten her, ne? Und ich fühle mich noch müde, ja, ich muss einfach mehr schlafen, mache ich dann. So, dann bin ich schon um 8 Uhr im Bett, ja? 8 Uhr abends bin ich schon im Bett, ja, weil dann bin ich um 4 Uhr auf, ja. Aber als ich jetzt, also man muss abends die Busse nehmen, es nicht zu spät zu machen. Und das ist eine Kultur für die Vaishnavas, die jahrelang in einem Tempel gewohnt haben. Die entwickeln diese Kultur. In einem Tempel man in einem Tempel wohnt, ist 9 Uhr schon spät. Ja? Die Leute, die um 9 Uhr rumlaufen, die sind schon spät. Die um 10 Uhr noch rumlaufen, die sind echt spät. Nach 10 Uhr, die sind sehr spät. Ja? Aber die meisten, die sind schon ungefähr 9 im Bett. Ja. Und zu Hause ist das ein großes Problem. Ja. Im Abend, ja, dann die Zeiten fliegen, dann ist wieder 11. Ja, oder 11.30 Uhr. Ja, dann wird es auch schwierig, früh aufzustehen im Morgen. Als ich um 11.30 Uhr im Bett gehe, dann fühle ich mich auch müde im Morgen. Will ich auch länger schlafen. Also, man muss auch probieren, früher ins Bett zu gehen.
Das ist eine andere Art von. Wir leben sehr künstlich. Ja? Als ich früher in Vrindavan wohnte, dann oft gab es keine Elektrizität. Und dann hatten wir am Abend nur Kerze. Dann bleibt man nicht so lange auf dem Abend mit nur Kerze. Ja? Dann nach einiger Zeit, okay, dann geht man einfach früher ins Bett. Aber ja, wir haben heutzutage, wir haben unsere Elektrizität und alles und dann bleibt man einfach ja, auf bis Mitternacht. Ne? Oh. Und ja, es ist auch ja, Wochenende, also kann es auch manchmal. Ne? Aber besser, dass wir versuchen, Freitagabend früh ins Bett zu sein und dann haben wir ein Wochenende von Sadhana. Dass wir sagen, ja, Samstag ist mein Tag. Samstag ist mein Japa-Tag. Samstag ist mein persönliches Japa-Retreat. Jeden Samstag mache ich ein Japa-Retreat. Samstag ist nicht nur ein Tag in Woche. Nein, nein. Samstag ist mein persönlicher Japa-Retreat und das mache ich dann. Ja? So denke ich, das ist der einzige Weg, um durchzubrechen aus diese Kreislauf ja, von späten Betten, spät auf und schwierig schanden, ist, dass man sagt, ja, Samstag ist ein freier Tag. Samstag, Freitagabend, gehen wir nicht zu spät im Bett, dann haben wir Samstagmorgen für unseren Japa-Retreat. Und jeden Samstag schanden wir 6 Stunden an ein Stück. Das muss man dann eine Entscheidung darüber machen. Und dass man so das entscheidet, dann kann man das machen. Ja. Und es alleine nicht geht, macht dann eine Gruppe, Internetgruppe. Stand zusammen auf dem Internet. Ja. Naja, das sind einige Ideen und Tipps von meiner Seite. Danke, Maharaj. Danke, Maharaj. Ich muss sagen, dass wir sind jetzt alle so inspiriert, dass wir unseren Tempel Samstag zumachen, damit wir unseren privaten Retreat machen können, weil wir haben Samstag fest immer. Danke, Maharaj, für deine, wie sagt man, Encouragement immer wieder und so. Aber es ist wirklich so, dass wir das hinkriegen müssen. Manche sagen, die Zeit, wenn ich mehr Zeit hätte. Ja. Ja, aber mehr Zeit. Was heißt mehr Zeit? Was? 48 Stunden oder 36 Stunden? Garantiert würden wir genauso keine Zeit haben, weil wir würden unsere Zeit mit so viele andere materiellen Dinge ausfüllen. Und wir hätten immer noch keine Zeit. Noch immer keine Zeit. Ja. Genau. Ja. Danke, Maharaj. Maharaj, vielleicht, wenn du mir erlaubst, kannst du ihm das sagen? Vielleicht, wir versuchen immer zu unseren Festen, diese Bücher zu verteilen. Ja, wunderbar. Ja, ja. Vielleicht kannst du was dazu sagen, ganz kurz, damit die Devotis inspirieren. Normalerweise, wenn du da wärst, würden wir dich bitten, das zu unterschreiben, die Bücher. Aber ja, du bist ja nicht da. Trotzdem, vielleicht kannst du unsere Devotis dazu ermutigen, ein paar Bhagavad Gitas zu nehmen. Ja, ja. Ja, ich kann natürlich, die Bhagavad Gita ist natürlich für uns, für jeder wichtig. Und wir natürlich brauchen unsere persönliche Bhagavad Gita. Ja. Nicht nur ein Bhagavad Gita in einem Haus, aber Mann und Frau und vielleicht die größeren Kinder auch brauchen ihren eigenen Bhagavad Gita. Genau wie wir. Ja? Ich bin jetzt mit Sanjaya, er hat seinen Bhagavad Gita und ich habe meine. Ja? Wir haben beide ein Bhagavad Gita. So jeder soll ein Bhagavad Gita haben. Und dann. Ja, dann gibt es so viele Leute in unsere Familie oder Freundekreis. Und die würden so gesegnet werden mit so ein
mit der Bhagavad Gita. Und es ist kein großes Ding zu kaufen und zu schenken. In die vedischen Schriften gestern Abend hatten wir noch gelesen über wie während Bhadra Purnim soll man Srimad Bhagavatam auf einen goldenen Thron hinstellen und dann soll man es an jemand schenken. Also Bücher schenken ist auch ein großer Teil von unserer Tradition. Es wird beschrieben im Srimad Bhagavatam. Deswegen will ich euch fragen, darüber zu denken. Vielleicht braucht ihr doch noch in der ein andere persönliche Bhagavad Gita oder vielleicht ist der Zeit gekommen, um diese Bhagavad Gita an anderen zu schenken. Ich kann jetzt nicht direkt unterschreiben, aber meine Segnungen, mein Gebet für euch ist natürlich da. Ich an Krishna und dass als jemand ein Gita nimmt, dass Krishna diese Person bitte viel Gnade geben wird. Das ist mein Gebet an Krishna. Und als ihr dann auch so ein Bhagavad Gita an ein Mitglied oder einen guten Freund schenkt, dann gehen mit dieser Bhagavad Gita auch meine Gebete noch für dieses Familienmitglied oder Freund dazu. Also das ist ihre Bonus heute und deswegen ist es eine gute Idee, um einige zu nehmen. Ich denke, die kommen ja kommen nicht nur ein, aber mehrere. So bitte nimmt teil an dieser wunderschönen Gelegenheit, um das transzendentale Wissen durch die Verbreitung von Bhagavad Gita zu vergrößern. Vielen Dank. Hare Krishna Maharaj, kannst du mich hören? Ja. Okay, was ich jetzt mache, eine Sekunde, ich mache gerade eine Bhagavad Gita, siehst du das? Ich habe gerade eine Bhagavad Gita aufgemacht. Schön. Und ich schreibe drin, im Auftrag von His Holiness Kandama Kandana Swami, dass derjenige, der diese Bhagavad Gita bekommt, eine besondere Segnung hat. Ja. Moment, der diese Bhagavad Gita bekommt. Segnung bekommt. Und ich im Auftrag unterschreibe ich Madhadina Sharana Devidasi. Super. Dann kommt noch eine Segnung dazu. So, hier ist es. Kannst du es sehen? Ja, wunderschön. Ja, okay. So, wer will diese haben? Ja, siehst du, das ist schon eine weg. Nächste, wer kriegt noch eine? Noch eine weg. Ich schreibe das gleich nochmal, ja, später. Ich schreibe gleich nochmal. Wer kriegt noch? Noch eine weg. Russisch. Eine Russisch. Okay. Noch jemand? Hemanga, auch eine. Bring die Bücher. Das ist nicht schnell genug. Das schreibe ich später. Bring die Bücher. Einfach nur. Okay, Hemanga nimmt auch eins. Ich will auch eins. Schnell, wir sind nämlich hier. Ich danke euch sehr. Ja, hier, das ist für mich, das schreibe ich alles nachher. Okay, also wer kriegt noch? Noch ein Buch. So, das ist im Auftrag von Kadamba Kanana Swami. Und dieses Buch hat die Amra und der Seth bekommen. Die beiden. Okay, super. Besondere Segnungen. Ja.